Also fangen wir mal an. Daniel, die Frage, wie kommst du mit der Schanze zurecht, beziehungsweise generell mit den Bedingungen in Brotterode? Wir hatten ja heute leichten Wind, etwas mehr Wind als gestern. Wie kamst du zurecht hier heute, auch mit der Stimmung? Ja, Stimmung ist natürlich super, wie immer da in Brotterode. Schanze ist in einem unglaublichen Zustand, also von der Spur her auch wirklich nur mal ein Stück nach vorn gegangen vor den letzten Jahren, ist echt gewaltig. Und Wind war jetzt, glaube ich, nicht so das Problem. Ich meine, sicher war ein bisschen viel Aufwind heute, aber alles in einem Rahmen. Und dass das nicht zu 100% fair ist, immer, ist sehr logisch. Dann vielen Dank. Und in dem Sinne dann nochmal einen Dank an unsere Helfer, die natürlich unsere Schanze so präpariert haben, wie sie heute dasteht. Kommt ihr zunächst? Ich frage dich nochmal nach unserer Atmosphäre in Brotterode. Genau, komm mal runter. Ich bin ja nicht so groß. Wie findest du es in Brotterode? Findest du eventuell sogar, dass Brotterode wirklich die beste Stimmung hat in der COC-Wertung? Oder gibt es da vielleicht noch Orte in der Welt, wo es noch besser ist? Ja, ich glaube, dass hier ist die beste Stimmung. Vielen Dank. Und dann kommen wir jetzt zu unserem Felix Hoffmann. Wie kam es, dass du heute wirklich so gut gesprungen bist? Gestern warst du ja noch ein Stückchen weiter hinten. Waren es die Eltern, die da waren? Hast du vielleicht eine Freundin, die dich motiviert hat? Also die Eltern waren gestern auch schon da. Und ja, ging halt nicht leichter, finde ich. Sehr schön. Hat vielleicht der Wind ein bisschen dir mitgeholfen zum Glück? Ich denke schon, Wind war bei allen, aber... Ja. Freut uns. Und mit der Inselbergschanze kommst du ja schon mehr richtig gut zurecht, oder? Weil du warst ja auch letztes Jahr vom Deutschlandpokal schon auf der 1. Ja, also schön gerichtet. Auch wie schon der Daniel gesagt hat, die Spur noch ein bisschen was verbessert. Und ja, gerichtet ist es super und die Zuschauer einmalig und sehr zufrieden. Dankeschön. Nochmal einen riesengroßen Applaus für unseren Felix Hoffmann.